damit herzlich willkommen zu Ich reagiere auf Shorts. War das Deutsch? Ich glaube nicht. Schaut auf jeden Fall bis zum Ende, dann seht ihr vermutlich die schlimmste Mutter der Welt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von ihrer Aktion hält. Und wir fangen direkt an mit Dani.dn. Meine Klasse hat immer sehr gerne provoziert. Es gab zum Beispiel eine Zeit in der 8. Klasse, wo ständig im Unterricht irgendwelche Sachen angezündet wurden. Also irgendjemand war... Was? Hä? Am Unterricht langweilig, Mathe-F genommen, angezündet. Easy. Und es ging dann so weit, dass zwei Leute aus meiner Klasse sich dachten, es wäre eine gute Idee, eine ganze Dose Deo auf den Boden zu sprühen und die Scheiße anzuzünden. Und Jungs, Alter, das war eine perfekte Stichflamme. Die haben das angezündet und auf einmal... Warum? Und wir sitzen da... What the fuck? Was war das? Die haben mit 14 den scheiß Boden im Musikraum angezündet. Die Sache war halt, wenn irgendetwas in meiner Klasse passiert ist, dann war es immer extrem. Ich kann mich einmal erinnern, dass mein Lehrer, der immer sehr viel Geduld mit uns hatte, einmal nach vorne gekommen ist und zu uns gesagt hat, meine Klasse hat immer... Diese Klasse war echt verrückt, Junge. Bekomme ich das umsonst? Nein, warum solltest du es umsonst kriegen, hä? Neue Challenge auf meiner Baustelle. Hier so ungefähr kommt mein Wäscheschacht hin. Und ich frage mich, ob ich es schaffe, Mini-Paluten oder... Wäscheschacht, wird da so die ganze Wäsche dann runtergeworfen? Krank. Evil, man sieht's da, bis in den Keller zu werfen. Wer will als erstes? Evil. Junge, Paluten bringt einfach seine Kuscheltiere um. Zack. Oh. Jetzt Mini-Paluten. Ja, ich muss ein bisschen... Ja. Zack. Hat's geklappt? Bin der beste Vater der Welt. Oh nein. Er ist tot. Alter. Ich glaube, Mini Paluten hat's geschafft. Einmal runter in den Keller. Nein. Hier ist ja eine Tür. Ah, da sind die Kinder noch eingesperrt. Die ist abgeschlossen. Hinter dieser Tür ist Mini Paluten. Und ich habe keinen Schlüssel. Wenn die Bauarbeiter da morgen reingehen, die denken, ich bin Rapsbescheuert. Cola versus Mentos. Oh mein Gott, jeder kennt's. Okay, eine Flasche und ein Mentos. Noch nicht. Das haben wir früher auch immer gemacht. Ja, keine Ahnung, ob das so cool ist. Eigentlich nicht. Ich würde die Cola auch trinken und die Mentos auch essen so. Aber es sieht schon cool aus. Ey, wenn ihr wollt, dass der mal richtig viele reinmacht, lasst mal ein Like da. Aber er bestimmt es doch gar nicht, oder? Egal. Hä? Der trifft gar nicht. Digga, was soll das? Eww. Krank. Die ganze Cola würde ich auch noch trinken. Mach doch. Digga, mach jetzt. Hallo? Hä? Warum macht der sowas? Nur 1% aller Leute können die unterschiedlichen Emojis raussehen. Okay, Freunde, wir starten rein mit dem einfachen Level. Ihr kriegt jetzt gerade nur 5 Sekunden, weil das ist wirklich einfach. Also jedes kleine Kind schafft das, oder? Findet ihr es an sich? Das ist easy gewesen. Beim nächsten Level wird schon ein klein bisschen schwieriger, aber ich denke mal, es ist auch noch machbar. Also ich habe es auch noch relativ schnell gefunden. Ein paar Sekunden mehr, aber Leute, seid mal ehrlich, also das findet man auch noch ganz easy. Gleich wird's krass. Okay, Freunde, ihr wollt's wissen, Level hart. Ihr seht's hier oben, jetzt wirklich relativ schwer. Ihr müsst euch wirklich konzentrieren. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Der Fehler ist klar. Da, Mitte, dritte Reihe. Von links. Klein, also wirklich nur was ganz, ganz Kleines. Schreibt mal rein, ob ihr es findet. Level Expert. Ab jetzt. Zeit kürzer und es. Ja, schon gesehen. Zweite Reihe von rechts hier. Direkt hier. Das Ding wird schwerer, also findet ihr hier den Unterschied? Aber okay, Freunde, Level unmöglich. Ihr seht es jetzt hier oben. Also wirklich, wer das jetzt noch schafft, ihr habt gerade 10 Sekunden lang Zeit, um das jetzt zu finden. Aber auf Ansage, ihr werdet es nicht finden. Ich selber habe es nicht direkt gefunden. Ihr müsst euch wirklich komplett fokussieren, sonst kann man es nicht schaffen. Wenn ihr es geschafft. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Das da hier bei sechste Reihe, dritte Reihe und zweite Reihe von rechts. Das hat da einen Kern weniger. Öfter, was ich nicht glaube, lasst ein Abo und ein Like. Wie, ihr glaubt nicht? Ich hab's geschafft. Wie schwer ist es eigentlich, ein Ferrari kostenlos zu bekommen? Wie soll man denn einen Ferrari kostenlos bekommen? Erst habe ich jeden Ferrari-Standort angeschrieben, den ich finden konnte. Doch leider hat niemand geantwortet. Also mussten wir persönlich zu Ferrari fahren und nochmal nachhaken. Das kam nur leider... Oh Gott, das hätte ich mich nie im Leben hinzugehen und zu sagen, yo, lass mich mal fahren. Gar nicht gut an und wir wurden sogar rausgeschmissen. Digga, was hast du denn dabei gedacht? Und als wir die Hoffnung schon fast aufgegeben haben, ist auf einmal das passiert. Yo, Digga, mir hat einfach der Ferrari-Vorstand zurückgeschrieben. Sie erhalten für 2 Monate unser neuestes Ferrari-Modell, die Ferrari-Rummer für ihre TikTok-Videos. Kostenfrei zur Verfügung. Was? Wie kann das denn sein, dass das da steht? Das haben wir bestimmt gerade nicht selbst dahingestellt fürs Video. Nein. Oh mein Gott. Jo. Digga, was machen wir hier schon wieder? Ernsthaft? Hallo, Never. Ferrari. Ich bin Paluten. Ich kann ja auch mal sowas. Das mache ich auch mal.
Meine Klasse wusste, wie man Dinge schnell und effizient löst. Wenn mein Lehrer gesagt hat, seine Klasse schon wieder. Da wurde in den 2 Minuten wirklich alles, was ging, angezündet und wieder gelöscht. Wenn mein Lehrer wieder da war, gab es keine Beweise. Ich glaube auch immer, dass wenn mein Lehrer weg war und dann wieder zurückgekommen ist, gab es immer so einen Typen, der in der Tür saß und so geschrien hat, er kommt wieder! Und jeder sprintet so wieder auf seinen Platz. Dann war es in diesem Zimmer einfach. Es gab immer diesen einen Spotter, der musste immer an der Tür stehen und schauen, ob der Lehrer kommt oder nicht. Das hatte ich, das wusste ich auch noch. Das haben wir auch immer gehabt. Für 5 Sekunden immer so geisteskrank still. Und mein Lehrer kommt zu mir in den Klassenraum rein, guckt uns so an und meint einfach so, Männer, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber ich weiß, dass ihr was gemacht habt. Ja, es ist immer so gewesen. Ich weiß nicht, ob das so bei uns so war, aber egal, ob in der Grundschule oder im Gymnasium, in jeder Klasse, in der ich war, wurde immer zu uns gesagt, dass wir die schlimmste Klasse sind, die es jemals auf der Schule gab. Also es war ständig so, dass irgendwelche Lehrer im Unterricht Nervenzusammenbrüche hatten und zu uns meinten, meine Klasse wusste, wie man... Geil, geil. Wir sind zu schwer! Nein! Ich muss das Seil durchschneiden! Es tut mir so leid! Warte! Lass mich es machen! Wow, was wird das für eine Scheiße, Alter? Wir sind zu schwer! Es muss getan werden! Es tut mir leid! Alter, warum glaubst du, er kann dich halten? Der schafft das! Vertrau mir! Er geht auf Trainieren! Sag ihm, ich geh auf Trainieren! Aber könnten wir vielleicht erstmal das Klavier wegschneiden? Das wird schon mal ein guter Anfang sein. Wow, 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 Scheiße, beruhigt euch! Beruhigt eure verdammte Scheiße! Es gibt keinen anderen Weg, es tut mir so leid! Das Klavier ist einfach... Was ist das? Wer? Hey! Nimm das zurück! Zwing mich doch! Okay, ich nehm's zurück! Leute, ich rutsche ab! Sauber! Danke, Mann! Was ist das gewesen? Mini-Paluten? Aufstehen. Aufstehen. Ja. Easy, Smarties zu essen, sehr okay, gesund. Okay, nicht so gesund. Habe ich heute aber auch. Braucht ihr einen Smarties? Zähne putzen, ganz stark. Wichtig. Auf die Wiese werfen, okay. Die Gegend fliegen, auch wichtig. Ab zur Arbeit, Videos aufnehmen mit Paluten. Los, Mini-Paluten. Alter, was ist das für ein geiles Ding? Was fährt er denn da? Ey, das ist wirklich cool. Ich hatte auch mal so ein Go-Kart. Das wurde mir aber gestohlen. Ich habe das über die Nacht irgendwo im Gebüsch gelassen, weil ich dachte, da sieht es niemand. Am nächsten Tag war es weg. Ist das ein Rasenmäher? Freizeit. Nein. Bisschen auf dem Trampolin. Gaming. Ja, richtig. Bisschen daddeln. Bisschen Minecraft, chillig. Lecker Schoko essen. Okay, aber okay, was? Also, ob das die richtige Freizeit ist? Was war da ganz kurz zu sehen, wie der Zähne putzen und jetzt geht's ab ins Bett oder was? Und schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Du darfst meinen Kanal nur abonnieren, wenn du es schaffst, die wohl härtesten okay. und unangenehmsten Geräusche der ganzen Welt auszuhalten. Und ich muss Geräusche aushalten und dich abonnieren. Ich wette auf alles, du wirst es safe nicht schaffen. Okay, dann lachst du es direkt. Jeder von euch kennt wahrscheinlich den Mythos, dass wenn dein Lehrer nach 15 Minuten nicht auftaucht, dass man dann einfach... Das ist kein Mythos, das ist die Regel. ...nach Hause gehen darf. Ich bin mir zu 100%ig sicher, dass jeder von euch einmal von diesem einen Typen angelabert wurde. Ey, wenn der Lehrer nach 15 Minuten nicht da ist... Das war ich. Dann können wir gehen. Wenn wir einfach alle gehen, was sollen die tun? Und ich bin mir zu 100% sicher, dass sie das nie durchgezogen haben. Aber Leute... Ich schon. Ich habe das knallhart durchgezogen. Ihr schaut gerade das Video eines Menschen, der das tatsächlich mal durchgezogen hat. Meine Klasse ist ein Taktik-Genie. Wenn es darum ging, Schule zu schwänzen, dann waren wir da. Wir haben nämlich... Digga, Junge Dani. Bei der Klassensprecher war ganz taktisch einen der größten Arzten aus unserer Klasse gewählt. Denn Leute, dieser Mann hatte keine Skrupel. Wir sind dann einfach so zu dem hingegangen und meinten so, yo Digga, der Lehrer ist nicht da. Ich glaube, wir können gehen. Dann sitzt du da, guckst auf seine Uhr und sagst so, Männer, das hört sich nach einem Plan an. Wir haben dann so draußen vom Rewe rumgelungert. Und ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich mir halt so dachte, Alter, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie einen Schulverweis Nein. oder sowas bekommen. Und der Arzt meinte einfach nur so zu mir. Nee, die kriegen keinen Schulverweis. Das hier ist das wohl härteste. Oh. Der Heidensieg überhaupt auf meinem Kanal. Ich mach das easy. Ich mach mit. Zu machen. Du darfst nicht schummeln. Okay, dann fang ich an. Ich hab hier Augen zu, ne? Lass deine Augen zu. Ich geh mal. Das muss wirklich krass sein heute. Ja, doch, hier. Hier ist wild. Okay, ich bin jetzt in meinem Versteck. Bist du bereit? Dann mach die Augen auf in 3, 2, 1. Ah, ich dachte ja. Okay. Boom. Schreib in die Kommentare, wenn du es schaffst, nicht zu finden. Let's go. Richtig. Ich sehe ihn schon im Getränk da unten, oder? Ist er im Getränk da unten? Die dunkle Wahrheit hinter Maxify. Schauen wir uns Maxis Kanalbanner einmal genauer an. Stellen wir fest, dass er auf allen einen Dino-Anzug anhat. An diesem Anzug fällt uns allen natürlich so... Ja, der tut immer so. Das ist wirklich bei Maxi weiß man nie so. Aber der hat Soundstick hinter den Ohren. Ja. Ich sag's auch nicht. Das ist ein Kranker. Bevor der rote Innenteil auf. Rot. Herzen sind rot. Liked man einen TikTok, wird das Herz an der Seite auch rot. Aha. Eindeutig. Auf Maxis TikTok-Account finden wir wieder einen Dino. Zufall? Ich denke nicht. Folgen wir dem Link in der Beschreibung, gelangen wir zu seinem YouTube-Kanal, welchen er am 15.07.2012 erstellt.
Oha, da sehe ich schon. Das ist kein gutes Zeichen. Nee, nee, das, nee. Dieses Datum kennen wir doch. Genau an diesem Tag erschien die 22. Episode der 4. Staffel. Habe ich mir schon fast gedacht. Staffel von Star Wars The Clone Wars mit dem Titel Rache. 22 und 4 ergeben 26. Maxify ist 26. 6 minus 2 ergibt 4. Das vierte Wort von Star Wars The Clone Wars ist Clone, was übersetzt Klon heißt. Und damit ist es allen klar. Maxify ist ein geklonter Dinosaurier, welcher Rache auf uns Menschen ausüben will. Alles. Das, aber ich wusste das schon. Also das ist ja eigentlich fast offensichtlich so. Das andere würde auch keinen Sinn machen. Ja, schau. Mit diesen Tricks arbeitet die Werbeindustrie bei Essen Part 11. Egal ob Mandelmilch, Kokos oder Vollmilch, das kräftige Weiß kommt meist vom Klebstoff, der gleichzeitig dafür sorgt, dass nichts untergeht und falls doch, nimmt man Haarconditioner. Wer in den letzten Folgen Obst mit Haarspray eklig fand, dem sei gesagt, dass manchmal auch Deo benutzt wird und beides kann man abwaschen. Was man bei Äpfeln tun sollte, da sie mit einer Wachsschicht versehen werden, um ihre Haltbarkeit zu erhöhen. Wer es etwas ungesünder mag, der holt sich so ein perfektes Tortenstück. Nur am besten ohne Pappe und Rasierschaum, was hier für die Bilder benutzt wurde. Alternativ den Zitronenkuchen, aber auch nicht den, weil das ist ein garnierter Schwamm. Angenommen, ich setze einen Affen an einen Rechner und sage ihm, er soll wild auf die Tastatur hauen. Das ist der unendlich tippende Affe. Erster Linie ziemlich viel Mischmasch rauskommen könnte, auch als ein Plankton-Script durchgehen. Wenn der Affe nun aber lang genug auf sein sweetes Kitten-Keyboard smasht, zum Beispiel so für ein paar Stunden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unter dem ganzen Nonsens auch zufällig ein richtiges Wort erscheint. Wenn der Affe nun ein ganzes Ja durchtippt, hat er sich nicht nur für den Texter-Job in der Werbeagentur qualifiziert, sondern könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar einen ganzen für uns lesbaren Satz ausspucken. Je länger man den Affen tippt, ApoRats 5 lässt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen der Buchstabensuppe immer längere und sinnvolle Wörter und Sätze rauskommt. Ganz nach dem Zufallsprinzip, nicht weil der Affe anfängt, Deutsch zu lernen. Das Theorem der endlos tippenden Affen besagt, wenn man einen Affe nicht eine Stunde, nicht ein Jahr, sondern unendlich lang in einer Tastatur hauen lässt, wird er irgendwann per Zufall nicht nur ein richtiges Wort oder für uns einen lesbaren Satz ausspucken, sondern alle Bücher dieser Welt, die jemals geschrieben wurden. Und darüber hinaus auch alle Bücher, die noch geschrieben werden. Alles, was wir uns vorstellen und auch nicht vorstellen können. Weil unendlich halt unendlich viel Zeit ist. Er würde im Prinzip auch 1000 Mal die Bibel hintereinander einmal abtippen. Und das ist halt krank, ne? Das ist krass, wenn man sich das mal vorstellt. Wenn du auf YouTube 100.000 Abonnenten erreichst, kriegst du so einen silbernen Play. Da ist die Adresse drauf, das darf man nicht abfilmen. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Die Button. Und viele YouTuber sagen, dass es ewig braucht, bis das Ding hier an... Okay, sie abgeschwärzt. Ja, besser ist es. Ich nicht nämlich. Kommt. Aber warum? Ganz einfach. Weil du dich um alles selber kümmern musst. Zuerst sagst du YouTube, hey, ich habe jetzt 100.000 Abonnenten. Und YouTube dann so, chill mal. Und du so nach einer Woche dann, hey, ich habe 100.000 Abonnenten, guck doch. YouTube dann, okay, wir checken mal, ob du auch korrekt bist und auch und regelmäßig hochlädst. Ja. Wir schicken dir deine E-Mail, wenn alles Chico ist. Und dann sitzt du da und wartest auf diese Mail, die nicht kommt. Wieder eine Woche später meldest du dich wieder bei YouTube und bist dann so, hallo, 100.000 Abonnenten. Habt ihr mal was gecheckt? Ach so, ja, alles fein. Gib mal diesen Gutscheincode ein. Dann kannst du deinen Play-Button bestellen. Ja, sowas bei mir auch. Zweimal. Die Webseite ist übrigens die Webseite, die diesen Award herstellt. Das ist ja nicht YouTube selbst, sondern so eine, die Preise... Ja. Guten Morgen, by the way. Und wenn du das alles gemacht hast, dauert der Versand witzigerweise nicht so lange... Ah, es geht. 2 Wochen bei mir wieder. Schwarz. Was ist das denn her? Der ist so glänzend, da könnt ihr euch selbst drin sehen. Über den Bock ist der Ansessel. Auf zum Goldenen und viel mehr... Der Goldene wäre auch nochmal ein Ziel, aber der soll doppelt so groß sein. Yo, was machen die? Die leiten einfach einen neuen Fluss um. Yo, was? Ich musste gerade niesen. Hey, krass. Will ich auch machen. Das ist cool. Das ist cool. Yo. Junge, der wird ja richtig... Hä? Nein. Krank. Das will ich auch machen. Was? Yo. Krank. Junge, was? Aber das kann doch gar nicht sein, dass dieses ganze Wasser im See da so ausreicht. Alter, so eine Kraft, ne? Aus so einem kleinen Fluss, das ist krank. Wegen diesem Video diskutiert gerade halb TikTok. Was? Eine Mutter ließ die Zimmertür ihrer Tochter einsägen. Was? Wurde markiert, der Anwalt reagiert. Was ist passiert? Eine Mutter hatte zu ihrer Tochter gesagt, dass sie die Tür offen lassen und nicht abschließen solle, wenn ihr Freund zu Besuch kommt. Offenbar hielt sich die Tochter nicht dran, schloss ab, woraufhin die Mutter die Tür...
Es ist nicht der Vater, aber okay, trotzdem krank. Aufflexen ließ. Tja, und einige scheinen das sogar ganz gut zu finden. Dabei haben... Nein, Quatsch, das ist Privatsphäre, das darf er nicht machen, hä? Haben Überraschung auch Jugendliche ein Recht auf Privatsphäre und Sexualität, wenn beispielsweise der Freund zu Besuch ist. Ja, aber das würde mich gar nicht interessieren. Ich würde auch generell gerne meine Privatsphäre haben. Ständig dabei die Tür offen lassen. Und klar, in Notfällen oder bei kleinen Kindern kann natürlich ständig das Zimmer betreten werden. Aber nicht einfach so bei einer 15- oder 16-Jährigen. Die Mutter zerstört hier also nicht nur ihre Beziehung zu ihrer Tochter, sondern gegebenenfalls auch die Beziehung der Tochter zu ihrem Freund. Und Digga, der hat ja aber einen krassen Bart. Da stellt sich die Frage, ob das nicht mehr Schaden anrichtet, als all das, was die Tochter anrichten könnte, was sie in der Zukunft übrigens sowieso heimlich tun wird. Ja, ist so. Ist so. Digga, wer flext denn sein... Oh mein Gott, wer macht denn die Tür von seiner Tochter kaputt? Hilfe!